Jo, servus Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Landwirtschaftssimulator 2015. Und heute bin ich mal nicht alleine, sondern heute habe ich den Hadu dabei. Tach. Aber allerdings hat er das Spiel erst bis zu Weihnachten. An Nee, Weihnachten. dort an Weihnachten hat er endlich. Das ist halt circa der Monat, heißt also circa so. Wenn wir zwei pro Woche kommen, ja, so circa 8 Folgen oder solche vielleicht dabei. Vielleicht. Was ich jetzt noch zu sagen kann, ich habe jetzt hier ein bisschen Dunkstreuer geholt, damit der Ertrag erweitern kann. Für 14.000 waren es, glaube ich. Halt. Hier. Ja, für 14.600. Ich habe das im Singleplayer, also in meiner Offscreen-Welt, habe ich das selber aber geguckt, was besser ist. Ob die Spritze besser ist oder der Düngstreuer. Und irgendwie hat es mehr Ertrag gegeben, wo ich mit dem hier rumgemacht habe. Also mit dem Düngstreuer, wo ich mir jetzt gekauft habe. Das nächste ist, ich habe es auch noch nachgeguckt, wie viel Kredit man hatte. Kredit, also Schulden sozusagen. Gleich von Anfang an, und das sind gerade bei minus 100.000. Und was ich vorhabe, kostet glaube ich mehr als bei 100.000. Weil ich habe nämlich vor, Grassilage jetzt noch voll zu machen, dass wir ein bisschen mehr Ertrag steigern können bei der BGA. Um das zu vermachen, müssen wir erstmal hier den T4 kaufen für 64.000. Dann hier noch einen Frontlader plus. Hier der, ja, den New Holland Frontlader plus eine Schaufel. Schaufel, Schaufel, Schaufel plus 900 nochmal. Dann brauchen wir noch ein Vorderschneidwerk, das kostet auch wieder 13.000. Und dann brauchen wir noch einen Ladewagen, auch 27.000. Also ist halt so, ja, ich kann es mal. Ah! Okay, warte mal, 13.500. Dann 27.000, 13.000 sind 40.000. 40.000, 40.000 plus 64 sind 104.000. Und plus den Frontlader könnt. Ja, das reicht. Also, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, dann reicht es. Und wenn nicht, dann tun wir halt den Hürlimann jetzt hier noch verkaufen, den hier, den letzten. Das kann man eigentlich auch machen. Dann den Hürlimann noch zu verkaufen. Komplette. Ja, komm. Jetzt suchen wir jetzt erstmal hier Raps, hier Steuern, das mehr gibt. Und hallo, was sagst du dem zum Beispiel schon dem Spiel? Das Spielen. Ja. Ich bin sehr gespannt, das zu spielen. Das erste, was ich machen werde, ist, ich gehe in die Singleplayer-Welt, spiele ein bisschen mit viel Geld, hole Das habe ich mir, auch gemacht. ja, Ja. gecheatet, Ja. Muss man ja, am Anfang, muss ja erstmal an die Traktoren und was weiß ich was alles austesten. klar, ich will unbedingt Holz fällen. Ja, das habe ich schon gemacht, das ist eigentlich relativ witzig. Ist auch. So. Ich habe ja bis jetzt eigentlich jedes einzelne Landwirtschaftssimulator von 8 bis 13. Ja, das habe ich ja auch. Bis auf die DLCs 13er. Ja, das habe ich nicht. Das habe ich nicht eingesehen, mir das zu kaufen. Beim 11er ging es noch, aber sonst nicht. Okay, ich muss kurz einen kleinen Cut setzen. So, da sind wir wieder nach dem klitzekleinen Cut. Ja, wo waren wir gerade stehen geblieben? Irgendwas mit Alice, gell? Irgendwie was mit keine. Ja, gut. Ich habe ja auch Landwirtschaftssimulator-Zeiten 2008er. Und ja, bis auf. Ich habe nie irgendwie viel interessiert mich an die DLCs, was dann immer nachhinein gekommen sind. Stopp, 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 bist du schon wieder weiter? Ja. Oh. Ja. So. Okay, ich glaube, dafür hätte ich gar keine extra Folge machen müssen. Weil Düngstollen habe ich jetzt gleich. Aber wir können ja vielleicht. Ja, gut, obwohl. Doch, wir können dann vielleicht alles schon mal kaufen. Für die nächste Folge. Dass wir vielleicht ein Grassilage machen. Und. Was können wir noch machen? Doch. Also, ich glaube, es geht, glaube ich, schon auf, glaube ich. Aber ich tue es gleich lieber nochmal nachrechnen im Taschenrechner. Normalerweise müsste es reichen, wenn ich mir komplett Schulden mache und dann BGA und dann haben wir echt sofort eigentlich richtig viel Geld. Muss die BGA auch kaufen? Nee, ne? Ein BGA hat mir erklärt, da kann ich einfach nur hinbringen und alles sedieren und so alles. So.
Dann tun wir kurz hier wegfahren unseren Traktoren, tun wieder ein bisschen aufräumen. Aber die Folge ging jetzt nicht so arg viel lang. Oder so arg lang. Ich kann eigentlich auch mal so eine kleine Nebenmission gucken. Tja, ich habe schon mal so eine Nebenmission gemacht und die lohnt sich echt total. Ja. Manche, ja, ja. Wo ich hatte, die, wo früher bei 2013 immer aufgeploppt ist, also irgendwann mal nach 5 Minuten oder so, kann man jetzt, muss man halt jetzt immer zu einem Schild hinfahren. Mhm. Aber naja, gut. So, dann können wir jetzt nochmal Nachrichten. So. Wir brauchen auf jeden Fall den T4. Brauchen wir. Sind schon mal Taschenrechner, komm her. Du rechnest das mit dem Taschenrechner aus? Ja. 64.000 plus. Den Frontlader. 5.400. Plus. Die Schaufel. Brauchen wir. Wie viel? 900. Plus. Den plus das Mähwerk 13.500 plus den Ladewagen 27.000 sind gleich 110.800. Ach, das habe ich mir immer mit links gecheatet. Nein, ich möchte nichts cheaten, also ich weiß. Es reicht, hätten wir nachher, am Schluss hätten wir dann jetzt noch 10.000 über. Wenn wir das alles kaufen würden. Ja, und davon kannst du eine Kettensäge holen. Und dafür würde ich jetzt auch noch, obwohl, komm. Wenn ich eigentlich den T4 habe, also weißt du, wo wir Frontlader hinmachen können, ja. Mhm. Da kann ich eigentlich den Hürlimann ja eigentlich auch verkaufen, weil mit dem Hürlimann, weil Anfangstraktor. Mhm. Oder wir verkaufen einen zum Deutz. Da hätten wir noch ein bisschen mehr Kohle. Hürlimann Deutz. Jetzt muss ich jetzt auf jeden Fall ganz kurz nochmal mit dem Hürlimann fahren. Wir jetzt nochmal ganz kurz zum Händler, nämlich unsere Finanzen angucken. Da können wir nämlich da ein bisschen mehr hier Geld nehmen von Kredit. Ich weiß, Kredit muss man ja immer wieder nachzahlen, was weiß ich was alles. Wollen wir mal auszahlen wieder? Mhm. Soll ich es wirklich machen? Obwohl, ja doch. Ja, da gibt es halt mal, nachdem die nächste Folge dann mit dem Dreschen losgeht, dann geht die nächste Folge dann weiter mit Mähen. Die nächste Folge dann mit Schaufeln. Und, ja. Mal gucken. Weil ich finde nämlich so den besten Weg eigentlich gerade. Gibt's gerade irgendwas im Angebot? Nö, alles gleich, okay. Gehen wir hier mal rein. Wie viele Leute einfach schon an Weihnachten denken, ey. So. Dann machen wir komplette Schulden. So, 120.000 habe ich jetzt. Schulden? Ja. 200.000. Oh. Mehr kann man ja nicht machen. Es wird teuer, deswegen muss ich ja hier meinen Geschäftsplan hier. Hoffentlich geht er auf. So, ich glaube, wenn wir hier jetzt so hingehen. 22.000, ja komm. Ja, verkaufen wir. So, dann kaufen wir uns jetzt hier den schönen T4 noch. Dann Frontlader. Dann noch die schöne Schaufel. Dann noch Mähwerk. Frontmähwerk. Kaufen. Noch einen Ladewagen. Kaufen. Wollte Jolo sich nicht auch LS15 holen? Ja, der kriegst du aber auch schon Weihnachten. Oh, wenn ich dran denke. Oh, wie schön. T9, T4 haben wir nicht T9. T9 wäre heftig. Du musst immer genau wissen, wo du jemanden schnell bannen kannst. Wenn manche Leute scheiße fahren, Jojo, einmal gegen Baum oder so, mit dem Trecker, Jojo, im Zaun hängen bleiben, Jojo, sich festfahren, Jojo. Oh Gott.
Ja, jetzt ist schon gut, jetzt so schlimm ist es auch nicht mit dem. Ich weiß. Ich wollte es ja nur mal sagen. Oh. Bin schon ein paar Multiplayer-Server bin ich ja schon gejoint. Und da muss ich echt sagen, die haben. Was will der Typ von mir? Die haben Mähdrescher. Der Mähdrescher und was weiß ich, was alles einfach mal eiskalten Ding See versenkt. Ne? Wer? Ja, Multiplayer halt mal. Du. Hab ich mal reingeguckt. Nein, da haben wir dann ich bin gejoint. Hm. Alle Traktoren, ja, versenkt. Mähdrescher versenkt. Alles versenkt halt. Sag ich bei LSF mal sehr gerne gemacht. Ich bin auf Server gejoint. Und dann hab mein Internet war da noch momentan so schlecht, ne? Dann habe ich die Trecker meistens immer aus Spaß ins Wasser gefahren. Und dann einer hat mal geschrieben, ey, und das hast du mit Absicht gemacht. Ich so, nein, mein Internet hat gehangen. Bei LS13 war einer, da war vergammeltes Getreide. Mhm. Ich hab's einfach untergegrubbert, weil vergammeltes Zeug kannst du einfach nicht mehr benutzen. Und das so. Hat er sich beschwert, oder wie? Nee, der Typ hat mich gebannt. Dann hat er mich tagelang nicht angenommen, diese Heulsuse. Und dann irgendwann hat er mich angenommen und dann war er am vergammelten Feld an zum Dreschen. Ja, das Zeug ging zwar nicht ab, aber Körner kam trotzdem raus. Ich hätte den Typen schlagen können. Ich würde es auf jeden Fall sagen, ja, okay, schöne Geschichte von Hado. Ich würde es aber auf jeden Fall sagen, wenn euch der Part gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da und man sieht sich bis zur nächsten Folge. Haut rein. Ciao, ciao. Tschüss.